So Leute, wie man das so sehen kann, hier ist ja Kürbis, also herrliche Sache. So etwas im Garten zu haben, ist ja auch nicht alle Tage. Also das ist eine super Sache. Also alles Bio. Hallo Freunde, heute kochen wir vegetarisch. Also eine leckere Kürbissuppe von Hokkaido-Kürbis und Butternuss-Kürbis vermischt. Ja? Und wie ich immer so sage, Glaube versetzt die Berge. Also die Kürbissuppe. Ja? Jetzt bin ich ja endlich mit dem Kürbis schön fertig. Es hat natürlich ein bisschen gedauert, naja, aber wenn man was Leckeres essen möchte, dann muss man auch Leistung bringen. Und das tue ich immer. Das tue ich immer, Leute. Wer kennt mich, der kennt mich, ne? Also, ich habe noch nie einen belogen, ne? Ja, so, Leute. Und jetzt geht's weiter. Ich bin natürlich ein Margarinenverrückter, ne? Hier Rama-Margarine, ne? Ja, ich könnte mal auch Öl reingeben, aber ich bin einfach Margarinen-Jeck. Margarinen-Jeck bin ich. Ja, ich tue jetzt Margarine da rein. Ja? Also auch ein schönes Stück, ne? Also so, ne? Ein schönes Stück Margarine da. Ja? Eine schöne Portion. Und Margarine und dann kommt gleich Zwiebel rein. So Leute, jetzt tun wir mal da Zwiebel reingeben und das tun wir mal ja sofort. Hier voll Zwiebel, herrlich, herrlich. So viel schöne Zwiebel. Dann ein bisschen rühren. Ja, das mache ich ja, das muss ich ja auch. Ne? Das ist mein Job. Ne? Also das muss ich ja machen. Ne? Also so. So Leute, jetzt tue ich mal hier ein Kürbis rein. Also das ist herrlich, das ist herrlich, herrlich, herrlich. Das ist unglaublich, Leute. Hier kann man noch betrachten, was ich alles vorbereitet habe, aber wie gesagt, hier sind ja noch Kartoffeln klein geschnitten, hier haben wir Knoblauch und hier haben wir die Gemüsebrühe, ne? Die kommt ja auch noch rein, ne? Kann man ja gut lesen, ne? Die habe ich, glaube ich, beim Aldi gekauft. Also ich kaufe ja nicht so teuer, wenn einer denkt, ich kaufe ja jetzt. Und hier habe ich ja Ingwer kommt ja auch noch rein, ne? Also kann man ja gut sehen, ne? Ingwer. Ja, und hier habe ich ja Märchen habe ich und so, ja, alles. Und dann zum Schluss kommt Reis, ne? Kommt Reis dazu. So Leute, und jetzt tue ich mal, ne? Aufmachen, da tue ich ja diese Bouillon, ne? Diese klare Gemüsebrühe, ne? Zack rein und zack rein und noch eine rein und noch eine rein und ich geize nicht und noch eine rein und noch eine rein. Also bei mir wird nicht gespart, also richtig, rein damit, so, so. So Leute, super. Und jetzt kommt natürlich auch heißes Wasser rein. So, super. Super. Wunderbar, wunderbar, Leute. Wunderbar. Aber da wundern sich alle. Ich auch. Ich wundere mich auch. Ich habe da jetzt also auch Möhren schon reingegeben, Kartoffeln schon reingegeben, wie man das so sehen kann. Ne? Also habe ich jetzt schon reingetan und das soll ja jetzt wunderschön kochen.
und nachher lecker schmecken. Jetzt kommen noch ein paar Gewürze rein, wie ich gesagt habe, der Ingwer und Curry-Pulver und das ist so gut, also alles. Und dann warten wir. So, jetzt tue ich mal etwas Ingwer rein. Ja, das kann man ja sehen, wie ich das da rein tue. Also Ingwer ist gut. Ja, das reicht. Das reicht. Jetzt werde ich mal auch noch also Curry Pulver reingeben. Hier habe ich, oh, das kann man ja auch super sehen. Wunderbar. Noch ein bisschen vielleicht, weil da ist ziemlich viel Zeug drin. Also noch ein bisschen, aber das muss reichen, das muss reichen. Nochmal schön umrühren, wunderbar. Boah, das wird ja ein Geschmack, ey. Das wird ja ein Geschmack, also 5-Sterne-Restaurant. Also nicht mehr 4 Sterne, 5-Sterne-Restaurant, Leute. Also ich denke, also, boah, wenn einer das schmecken könnte, dann wird er wahnsinnig, der wird wahnsinnig. Von dem Geschmack, ja, also voll wahnsinnig. Dann will ich euch weiliebend etwas vorspielen, also es geht los. Also voll wunderschön zerkleinern, also pürieren, ne? Herrlich, 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 wunderbar, wunderbar. So, und weiter so. So Leute, die Suppe ist ja fertig. Jetzt tue ich mal die auf den Teller. Hier, also zuerst kommt Reis, also nicht zu viel, ne? So gerade, so sagen wir mal so. So wie ich das jetzt hier reingetan habe. Ja, und jetzt kommt die herrliche Suppe. Diese, ach, lecker, lecker Suppe. Kommt jetzt, also das ist Kürbis, also Butternuss. Kürbis und Hokkaido-Kürbis, ja, vermischt. Ja, und das ist vegetarisch. Also da ist ja kein Fleisch drin, nichts. Ne, ist reine Vegetarier. Ja. So, dann tun wir mal jetzt die Suppe hier auf den Teller. So. Boah, das sind aber lecker aus, Leute. Da kann man ja sehen, wie lecker das aussieht. Also, das sage ich nur, boah, da kann man ja in die Klapsmühle kommen, wenn man sowas sieht. Also herrlich, herrlich. Wunderschön, wunderschön. So Leute, und jetzt zum Schluss, wie ich immer so sage, ne? Also ich wünsche euch alles Gute, ne? Und bleibt mal alle gesund. Ne? Eure Waldi. Tschüss.